Diese Laterne mit Schneegestöber von Action hat nur zwei Möglichkeiten. Entweder nur mit Licht, wie jetzt zu sehen, oder in einer anderen Einstellung Licht, Schneegestöber und Musik. Und natürlich die Funktion aus. Das Schneegestöber ohne Musik geht so nicht. Aber es gibt eine kleine Möglichkeit, es doch hinzubekommen. Wie man jetzt sieht. Licht, Schneegestöber, aber keine Musik. Dafür schauen wir uns den Boden an. Dort sehen wir vier Löcher. Einmal hier, einmal dort, einmal dort und einmal dort. Hier sieht man schon, dass ich da ein Kabel durchgezogen habe. Dieses Loch ist schon vorhanden und wird auch soweit nicht benötigt. Dort schrauben wir auf. Ich weiß nicht, ob man es mit meinem Handykamera sieht. Dort ist auf jeden Fall eine kleine Kreuzschraube. Wie bei den anderen Vieren auch, nur außen. Und wenn diese aufgeschraubt ist, vorsichtig den Deckel bzw. den Boden öffnen, weil innen drinne die Kabel sehr kurz gehalten sind. Ich habe die Laterne unten mal aufgeschraubt und so sieht das aus. Das da ist der Lautsprecher. Den habe ich einmal gekappt, einmal hier und einmal da. Wo ist er? Da. Habe ein Kabel genommen, weil du hast hier ein Loch durchgesteckt. Boxenkabel habe ich genommen, falls du eins hast. Beim Aufschrauben hast du ja unten vier Schrauben. Du musst auf diesen dünnen Draht achten. Falls du das hier siehst, da ist ein ganz dünner Draht. Da ist der Widerstand dran. Dass du das Gerät wirklich vorsichtig öffnest, bevor du den hier abreißt. Weil die sind alle ein bisschen kurz gehalten. So sieht es dann von unten nachher aus. Dann brauchst du nur die beiden Kabel zusammen machen. Und schon hast du die Musik. Und wenn du keinen Bock mehr auf die Musik hast, falls du das Ding im Laden hinstellen willst, machst du die Kabel auseinander und dann hast du das oder den Schneefall ohne Musik. Wie gesagt, das da ist der Lautsprecher. Davon nimmst du ein Kabel, machst den ab, beziehungsweise kappst den ungefähr in der Mitte, dass du genug Bewegungsfreiraum hast. Machst hier das eine Kabel dran. Und das andere machst du dann hier dran. Da ist die kleine Platine. Ich habe da ein bisschen Tesafilm nur gemacht. Hier natürlich ein Knoten. Dann kannst du von der anderen Seite bzw. von unten kannst du dann auch ziehen, ohne dass du hier drinne was abreißt. So, schraube ich das Ding eben zusammen und dann zeige ich dir das, wenn es fertig ist. Und so schaut das dann aus. Und wenn du jetzt Musik haben möchtest, wie gesagt, da kommt das Kabel raus. Ich habe Boxenkabel genommen. Ich habe quasi innen drinne nur eine Leitung gekappt, verlängert. Und wenn ich diese jetzt zusammen mache, ja,
die Musik ganz normal. Man könnte auch einen Schalter da einbauen, aber habe ich gerade nicht zur Verfügung.